Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Wochenbotschaft für die kommende Woche vom 8. bis zum 14. April. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen jetzt rein in die Energien für die kommende Woche, die ja mit dem Neumond und der Sonnenfinsternis startet. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, das du dir sehr gerne auch noch anschauen kannst, falls du es noch nicht gesehen hast, wo ich explizit auf diese Neumondenergie eingehe, die natürlich auch noch ausstrahlen wird in die ganze kommende Woche. Das heißt, dieser Neumond, diese Sonnenfinsternis, die ja schon sehr heftig ist, sehr intensiv von ihrer Energie, ja, ihrer Energie, wirkt sich jetzt natürlich auch noch sehr nachdrücklich auf die ganze Woche aus. Es wird das Thema sein, sicherlich, aber dennoch schauen wir uns jetzt hier im Einzelnen den Verlauf der kommenden Woche an. Und schauen, was sich so zeigt. Und ich fange erstmal an mit einer Hauptbotschaft. Und da kommt keine Überraschung jetzt für mich. Der Schmetterling der Transformation. Ja, das ist diese Pluto-Skorpion-Energie. Etwas, das ist auch die Todeskarte. Das ist das Loslassen, die Veränderung. Das ist dieses dieser Imago-Prozess, also der Raupe zum Schmetterling. Ja, eine große Veränderung, eine große innere Transformation, natürlich ausgelöst durch diese Sonnenfinsternis oder diesen Neumond. Da wird etwas transformiert. Und das ist natürlich auch bei jedem immer ein ganz anderes Thema. Aber ich schaue mir jetzt hier nochmal die Botschaft dazu an. Jetzt ist die Zeit für Wandel, Neuerfindung oder Wiedergeburt in eine andere Daseinsform. Warst du zuletzt in deinem Alltagstrott gefangen, so solltest du Maßnahmen ergreifen. Stelle dich der Veränderung nicht entgegen. Die blaue Farbe verheißt eine geistige Erneuerung oder Weihe. Transformation bedeutet nicht, etwas Altes zu nehmen und es neu zu gestalten, ein paar Details zu verändern. Transformation bedeutet, jemand oder etwas völlig anderes zu werden oder Dinge auf ganz neue Weise zu tun. Wandel ist häufig unangenehm, aber dient in der Regel dem höheren Wohl. Es kann sein, dass dich bald großes Glück und die Erfüllung eines Wunsches erwarten. Ja, der Geburtsprozess, ne? Das ist immer auch mit unangenehmen Begleiterscheinungen verbunden. Wir schauen mal, was wir hier noch bekommen. Welche weibliche Urkraft steht dir jetzt zur Verfügung oder möchte neu entdeckt werden? Auch wenn du ein Mann bist, ja, das heißt nicht, dass das jetzt die weibliche Urkraft nur für Frauen relevant ist, sondern jeder hat weibliche und männliche Energien. Da haben wir zwei jetzt. Da haben wir Persephone, die Neugier. Ich bin verbunden mit meiner kindlichen Neugier. Es gibt so viel zu entdecken. Ja, also sich öffnen für ganz neue Möglichkeiten, für eine neue Perspektive, vielleicht auch für das eigene innere Kind. Die kindliche Neugier, also offen sein für diesen neuen Weg. Das ist auch so ein bisschen diese Narrenenergie, ne? Im Tarot, der Narr, der offen ist für den neuen Weg, für den ganz eigenen, für den ganz eigenen Seelenweg, der vorbehaltlos offen sich auf Neues einlassen kann und neugierig die Welt mit Kindesaugen betrachtet. Und wir haben hier die Museninspiration. Ich bin erfüllt von kreativer Energie und ziehe neue Ideen magisch an. Ja, neue Ideen. Sich für neue Ideen öffnen. Kindliche Neugier, neue Möglichkeiten, damit aus dir jetzt etwas Neues entstehen kann. Damit ein neues Selbst sich herausbilden kann. Oder etwas auf eine ganz neue Art und Weise getan werden kann. Ja, dann schauen wir mal rein mit dem Tarot. In die kommende Woche vom 8. bis zum 14. April. Oh. Da kommen die 9 der Kelche. Der Ritter der Stäbe in der kommenden Woche. Welche Energien zeigen sich?
Bube der Schwerter, ja. Und König der Schwerter. Also viel Schwertenergie, viel Verstandeskraft, viel prüfen, klären, klarstellen, aussprechen. Vielleicht auch eine Verstandesentscheidung treffen. Da kommt der Stern, neue Hoffnung, neue Zuversicht. Hier entwickelt sich etwas gut. Und wir haben ein Ast, das Ast der Stäbe. Das Ast der Stäbe hier mit einer großen Chance für einen Neubeginn. Allerdings erst zum Ende der Woche, wie ich das jetzt hier sehe. Ja, am Samstag sehen wir hier das Ast der Stäbe. Jetzt sind noch zwei Karten geflogen. Normalerweise brauche ich nur noch eine, aber ich nehme sie jetzt mal beide dann für das Wochenende. Da haben wir 10 der Kelche und Bube der Stäbe. Ja, das sind angenehme, also auch passend zu dem Ast der Stäbe. Hier kommen neue Ideen, neue Inspirationen. Hier haben wir Fülle, Geborgenheit, du fühlst dich wohl, du fühlst dich inspiriert und erfüllt, was ich hier sehe. Und wir haben unterliegend den Hierophanten, die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, die ist ja auch sehr mit ihrer Intuition verbunden, mit der inneren Stimme. Die lässt sich führen, die ist mitfühlend und verständnisvoll. Und vielleicht wird dir auch irgendetwas klar, vielleicht wird dir irgendetwas innerlich bewusst. Oder du, das ist auch so für mich, dieser innere, seelisch-emotionale Reifungsprozess, wo du etwas verarbeitest und auch wächst an deinen, also seelisch wächst an den Herausforderungen und den Wandlungsprozessen hier. Ein tieferes Verstehen und Erkennen auf der intuitiven Ebene. Nicht mit dem Verstand, sondern über die Intuition. Sieben der Münzen und 6 der Stäbe. Ja, hier sehe ich einen, am Montag sehe ich hier einen Sieg. Hier wird irgendetwas überwunden, irgendetwas gemeistert, etwas geschafft, etwas abgeschlossen. Vielleicht schaffst du es hier wirklich, irgendein Thema hier zum Abschluss zu bringen am Montag. Ich meine, das ist ja der Tag vom Neumond, wo ja all diese angestaute Energie dann auch aufgelöst werden möchte. Also das ist dann der Tag, wo ja vielleicht neue Intentionen gesetzt werden, wo all diese inneren Prozesse dann bewusst werden, aufgearbeitet werden und dann diese Intentionen gesetzt werden für diesen neuen Zyklus. Was möchtest du jetzt losstarten? Was möchtest du verändern? In was möchtest du dich jetzt verwandeln? Was sind deine Ziele? Was möchtest du jetzt anders tun? Und da sehe ich auf jeden Fall mit den 9 der Kelche hier erstmal Genuss, schöne Momente, innere Fülle, du fühlst dich gut, du fühlst dich wohl und du hast hier etwas erreicht, etwas geschafft. Kann auch sein, dass es hier etwas bewältigt wird, was mit jemandem hier auch mit Menschen zusammenhängt, die dir wichtig sind. Weil 9 der Kelche ist ja auch immer eine Energie, wo man gemeinsam sich erfreut, gemeinsam schöne Momente hat, gemeinsam etwas genießt und sich verbunden fühlt. Und hier wird irgendetwas gemeistert, irgendetwas zum Abschluss gebracht, erfolgreich bestanden. Vielleicht hast du Erfolg in einer Sache oder bekommst Anerkennung für irgendetwas. Vielleicht ist es so, dass hier einfach eine Sache jetzt erfolgreich zum Abschluss kommt, gemeistert wird. So, Dienstag sehe ich dann hier Unruhe erstmal. Da ist ein bisschen Impulsivität zu sehen mit dem Ritter der Stäbe. Ein bisschen, kann auch sein, dass man hier einfach sehr, ich meine, wir sind ja dann in dieser Widder-Energie. Mars Widder ist ja sehr feurig, sehr unternehmungslustig, sehr impulsiv. Der will die Dinge anpacken, ne? Und das sehen wir hier eben auch. Das sehen wir hier auch gespiegelt mit dem Ritter der Stäbe. Der ist mutig, risikobereit, der will voran. Aber die 7 der Münzen ist eine Karte, die jetzt hier ein bisschen abbremst. Eine Energie, die jetzt sagt, so ja, irgendwas geht hier nicht so schnell voran, etwas braucht Zeit. Ja, da muss erstmal geprüft werden, befindet man sich jetzt auf dem richtigen Weg oder wo musst du jetzt hier etwas nochmal neu bedenken, neu feinjustieren, nochmal kleine Veränderungen auf deinem Weg vornehmen. Also das ist hier so eine abwartende Energie, die aber auch gleichzeitig prüft, ob man hier
auf dem richtigen Weg ist, ob der Weg, auf dem du jetzt bist, ob der auch die gewünschten Ergebnisse bringt. Und wenn nicht, was musst du jetzt hier verändern, damit das der Fall ist? Ja, das sehen wir hier mit den 7 Münzen. Auch eine Geduldsprobe. Aber man ist hier ein wenig ungeduldig, ungehalten, was ich hier sehe. So, dann kommt der Bube der Schwerter. Was will denn der hier klären? Am Mittwoch oder zur Mitte der Woche, könnte man auch sagen. Was möchte denn hier geklärt werden? Okay, das sind mir jetzt viel zu viele Karten, die jetzt hier fallen. Ich werde die einfach dann abheben. Ne, da kommt eine. Okay. Der Ritter der Kelche, der prüft die Gefühle. Da wird etwas geklärt in deinen Visionen, deinen Wünschen, Träumen. Ja, vielleicht versuchst du dir über deine Träume und Visionen klar zu werden, über deine Wünsche. Das könnte das sein, dass man hier vielleicht jetzt auch noch ein bisschen mehr Informationen sucht, sich versucht, mehr Wissen anzueignen oder sich auszutauschen mit anderen, um zu sehen, wohin führen mich hier meine Träume oder was sind eigentlich überhaupt meine Wünsche und Visionen? Es ist auch die Intuition. Vielleicht willst du auch in deiner Intuition abklären hier, wohin sie dich führt. Vielleicht versuchst du innere Klarheit zu bekommen. Ja. Träume, Intuition. Es ist aber auch grundsätzlich eine Haltung, die ist sehr offen, zugewandt, liebevoll, mitfühlend, verständnisvoll, verliebt. Es kann auch sein, dass man hier irgendwo sehr, dass ja der ein oder andere verliebt ist, ist auch möglich. Ritter der Kelche oder auch eine sehr versöhnliche Energie, dass man hier auch prüft oder klärt, wo möchte man sich hier vielleicht mit irgendjemandem versöhnen oder nicht. So, da kommt der Gehängte. König der Schwerter hier Mitte der Woche, Donnerstag. Und der Gehängte. Ja, das ist jetzt ganz klar. Hier sehen wir, hier kommen wir jetzt in eine Sackgasse, in eine Stagnation, wo wir sehen, hier geht es nicht mehr weiter. Hier sind wir jetzt irgendwo an einem Punkt gekommen, in einer Entwicklung, wo du jetzt festhängst, wo du jetzt merkst, hier entwickelt sich jetzt etwas nicht mehr weiter und hier muss jetzt eine Veränderung stattfinden, eine Umkehr, eine Lebensumkehr. Hier geht es darum, ein Opfer zu bringen oder eine alte Haltung zu überwinden. In den meisten Fällen geht es darum, alte Sichtweisen, Verhaltensmuster oder Herangehensweisen zu überdenken und loszulassen. Denn die Art und Weise, wie du jetzt etwas hier tust und angehst, das kann natürlich jetzt auch hier mit diesem Neumond, der Sonnenfinsternis noch zusammenhängen, diese Transformation, ja, dass du jetzt erkennst, okay, wie ich das jetzt hier bisher gemacht habe in dieser Angelegenheit, und das ist für jeden was ganz anderes, merke ich, jetzt geht es hier nicht mehr weiter. Und es kann sein, dass man hier auch irgendwo zum Opfer der Umstände wird, dass man jetzt die sich Situationen hier in Situationen vorfindet, wo du merkst, du kommst hier nicht mehr voran, du steckst fest und nun geht es darum, eine neue Perspektive einzunehmen, sich das Ganze mal aus einer anderen Perspektive anzusehen und dadurch zu neuen Erkenntnissen, Ideen und Möglichkeiten findest. Das ist ja das große Thema, sich neu ausrichten und dadurch eine alte Haltung, die zur Stagnation geführt hat, zu überwinden, beziehungsweise um sich da herauszuholen aus dieser Stagnation. Das ist, was wir hier mit dem Gehängten bekommen. Ja, und der Stern, der kommt ja jetzt danach, der gibt neue Hoffnung. Wofür gibt es denn hier neue Hoffnung? Nein, das sind mir wieder zu viele hier. Da sind jetzt irgendwie 6 Karten rausgefallen. Da kommen die 4 der Kelche. 4 der Kelche. Eine Angelegenheit, wo du irgendwo übersättigt bist. Diese Karte kam ja auch bei der Neumondlegung. Das ist diese Energie von, du hast genug von etwas. Ja, man ist einer Sache überdrüssig, man ist unzufrieden, unausgefüllt, frustriert vielleicht. Vielleicht ist man auch beleidigt und schmollt. Auf jeden Fall ist es eine Energie von übersättigt. Man will etwas nicht mehr, so wie es ist. Ne? Du hängst fest, du steckst hier fest, das sehen wir. Hier muss wirklich eine neue Geisteshaltung gefunden werden. Wir haben ja hier auch den König der Schwerter. Und der König der Schwerter ist jemand, der hier genau prüft und analysiert, der strategisch und objektiv vorgeht, der genau, der zweifelt, der messerscharf, hellwach
hier die Dinge sich anschaut, auch aus einer höheren Perspektive. Wir haben ja hier gerade so schön auch die Bildsprache mit dem König der Schwerter, der Adler, der hier wirklich aus einer hohen, einer übergeordneten Perspektive jetzt sich das Ganze von oben anschaut. Ja, der Gehängte hingegen, der schaut sich das Ganze von unten an. Also, aber beide nehmen eine neue Perspektive ein. Ja, also die spielen da hier gut zusammen. Also der eine schaut von oben und der andere schaut jetzt mal von unten. Und beides dient ja, dass man hier eine neue Perspektive bekommt und zum anderen auch mehr Distanz auf eine Sache bekommt, um zu sehen, um das ganze Spektrum zu erkennen der Situation, was ist jetzt hier wirklich angebracht und wichtig, um aus einer stagnierenden Situation, die unzufrieden macht, die nicht mehr erfüllt, der man überdrüssig ist, um da herauszukommen. Und der Stern bringt hier neue Hoffnung, der bringt hier neue Zuversicht. Das ist auch die Energie von du wirst geführt, du wirst jetzt geführt. Ja, das ist ja auch der Schmetterling, der hier sagt, die Veränderung, die findet jetzt statt. Du sollst dich jetzt nicht dagegen ankämpfen, nicht dagegen sträuben, sondern mit der Veränderung jetzt mitschwimmen. Die führt dich an den richtigen Ort. Ne? Und der kommt ja hier. Wir sehen ja hier am Ende, bekommen wir ja schon eine Richtung. Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter ist eine Energie auch, die so ein bisschen von Verhinderung und Stagnation spricht. Das ist eine Energie, wo man sich ausruht, wo man sich regenerieren muss, wo man neue Kräfte sammelt. Aber hier haben wir jetzt das Ast der Stäbe. Also zum einen ist es so der Hinweis, dass man hier in den Rückzug geht, in die Ruhe kommt, in der Ruhe bleibt und diese Situation hier, diese Stagnation erstmal annimmt, um das auch zu nutzen, um zu prüfen, welcher Neuanfang ist hier möglich? Welche neuen Inspirationen, Ideen und Einfälle kommen jetzt zu dir, um dich aus dieser Situation zu lösen? Aber ich sehe auch, dass du hier erstmal neue Kraft brauchst. Etwas hat dich hier viel Kraft gekostet, hat dich hier erschöpft. Und es kann auch sein, dass man sich jetzt hier auch gar nicht so in der Kraft jetzt hier fühlt. Ja, dass man hier wirklich erstmal ein bisschen Kraft sammeln muss, um dann diese Chance hier zu nutzen. Wir haben hier einen Neubeginn liegen, das Ast der Stäbe, das möchte dich ja auf einen neuen Weg bringen. Das möchte neue Lebendigkeit und Leidenschaft in dir entfachen. Es kann auch sein, dass es jetzt wirklich der Moment ist, zum Ende der Woche, wo du aus einer längeren Zeit der Lethargie oder der geschwächten, vielleicht ist das ja auch so eine innere geschwächte Haltung, wo dir irgendetwas hier viel Kraft geraubt hat, dass du jetzt da diese neue Chance wahrnimmst, diese neuen Ideen und Einfälle bekommst, diesen Impuls entdeckst und nutzt, etwas zu entfalten oder zu verändern oder etwas neu zu starten, was dich inspiriert, was dir ganz neue Lebendigkeit gibt, was dir auch neue Möglichkeiten schenkt, dich zu entfalten, dich zum Ausdruck zu bringen, deine Willensstärke zu zeigen, aber auch deine Leidenschaft, deine Kreativität. Das ist etwas, das ist auch hier wieder Widderenergie. Das ist Anfangsenergie. Ne, also Feuer, Feueranfangsenergie, Ast der Stäbe. Hier möchte etwas mutig, etwas neu gestartet werden, eine Chance genutzt werden, aber die muss auch entfaltet werden. Das kommt hier über neue Ideen und Möglichkeiten, über die Öffnung für neue Möglichkeiten und dass man dann auch die Chancen ergreift und sich der Veränderung öffnet, um aus einer Situation der Stagnation, der Unzufriedenheit und der Verhinderung, denn das ist ja nicht nur die Ruhepause hier, es ist ja auch die Vier der Schwerter, ist auch diese Verhinderung, das ist die Waffenruhe, aber das ist auch eine Energie, wo die Umstände es irgendwie nicht erlauben, in die Aktion zu gehen, irgendetwas zu verändern an einer Situation. Ja, und hier kommen jetzt neue Inspirationen und eine neue kindliche Neugier, die Öffnung für neue Möglichkeiten, die es hier zu entdecken gibt. So, da kommt der Ritter der Schwerter, den hatten wir doch hier auch schon irgendwo. Nee, eine Bube und der König. Ritter der Schwerter. Das ist eine Karte, eine Energie, das ist auch eine recht kämpferische Energie. Da geht es darum, dass man sich Luft macht, dass man Dinge klärt, dass man kritisiert, sich Konflikten und Aussprachen stellt, vielleicht auch kritisiert wird.
Das ist eine relativ kühle Energie, die kann auch sehr verletzend sein. Es kann sein, was ich hier auch jetzt sehe, dass es an einem Ort, wo es jetzt bisher vielleicht viele Konfrontationen gab und unschöne Aussprachen oder Streitigkeiten, Konflikte oder kritische Situationen, die es hier irgendwo mit jemandem gab, dass da jetzt Harmonie reinkommt, dass man da jetzt einen gemeinsamen Nenner findet, einen gemeinsamen neuen Weg, eine neue Gemeinsamkeit auch findet. Auch das ist hier möglich. Wir haben ja hier das Ass der Stäbe auch daneben liegen. Also hier ist dieser Anfangsimpuls für das Neue, für eine ganz neue Chance, neue Möglichkeit. Und die hat ja hier ganz viel mit Fülle zu tun, mit emotionaler Wärme, mit Geborgenheit, mit Gemeinsamkeit, mit Verbundenheit. Ja. Und die Hohepriesterin. Was haben wir hier jetzt drunter? Die vier der Münzen, das ist dieses Festhalten. Und hier haben wir den Tod, die Veränderung und den, ja, und den Turm haben wir hier auch. Der liegt hier auf dem Kopf. Also es lag ja eigentlich so auf dem Kopf. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es jetzt auf dem Kopf lag. Ist auch unwichtig. Ich deute sie sowieso in ihrem ganzen Spektrum. Also hier geht es darum, loszulassen. Das ist ganz klar. Ne? Der Tod, das ist die Transformation, das ist Abschied nehmen, etwas mit etwas abschließen, mit einer alten Sache soll hier abgeschlossen werden. Ne? Etwas soll hier, das ist die Veränderung. Der Turm spricht von der Veränderung, da bricht etwas zusammen. Der Ausbruch aus einer alten Struktur, aus einer alten Routine. Irgendwas darf man hier loslassen. Da haben wir auch diesen Schmetterling, diese Metamorphose hier, haben wir ja hier auch. Ja, und gegen diesen Prozess sollst du eben nicht ankämpfen, sondern dich darauf einlassen, indem du hier freiwillig mit einer alten Haltung, Einstellung oder einem Muster dich davon verabschiedest und das loslässt. Vielleicht auch gibt es hier irgendeine Sicherheit. Vielleicht hat man hier auch irgendein Kontrollbedürfnis oder irgendetwas, was man hier festhalten will. Das haben wir ja mit den vier der Münzen. Das ist ja die Energie, wo man so gerne an etwas festhält. Wo man Sicherheit möchte, Garantie, wo man sich absichern will. Man will sich absichern. Aber der Tod und der Turm sagen, es gibt keine Sicherheit im Leben. Alles ist Veränderung. Und das geht darum, dass man sich jetzt für das Neue selbst öffnet, für die neuen Möglichkeiten, damit etwas Neues aus dir heraus entstehen kann. Was haben wir hier? Ja, den Mangel, das Ass der Schwerter. Auch ein Neubeginn im Denken. Hier geht es darum, auch etwas zu klären. Hier soll oder muss abschließend irgendetwas geklärt, getrennt, gelöst werden, um dich aus einem Mangel zu befreien, aus einer Krise, einer schwierigen Situation, einer Stagnation. Und darunter liegt das Ass der Kelche. Also noch eine Chance auf Neubeginn. Dafür darfst du auf deine innere Stimme hören, dich von der inneren Stimme führen lassen, aber auch innerlich, geistig, seelisch wachsen. Es darf dir etwas klar werden. Und das ist eben auch diese weibliche Energie, für die du dich hier öffnen darfst. Ich schaue mal jetzt in dieses Orakeldeck hier, wo es genau um diese Schmetterlingsmetamorphose geht. Hier haben wir die Ahnenthemen. Du trägst Lasten deiner Familie bewusst oder unbewusst. Ja, es geht hier darum, möglicherweise bei dem einen oder anderen darum, ein Ahnenthema aufzulösen, ein Familienthema, ein Thema, das du vielleicht seit der Kindheit trägst, das du von deiner Familie, deiner Generation übernommen hast, was jetzt aufgelöst werden möchte bei dieser Transformationsprozess. Ja, vielleicht geht es darum, dass man hier an irgendetwas festhält, bestimmte Erwartungen oder Vorstellungen oder Muster oder aber ich hätte gerne noch eine Karte hier für die kommende Woche. Flügel. Komme ins Tun, hebe ab, du hast alles, was du brauchst. Ja, also es geht jetzt darum, jetzt, wie ich das hier sehe, ist dieser Prozess der Entwicklung zum Schmetterlings abgeschlossen. Oder er wird diese Woche abgeschlossen. Ja, du bist jetzt fertig, du kannst jetzt losfliegen. Deine Flügel nutzen, die sind jetzt ausgebildet. Du kannst jetzt losfliegen.
Und jetzt darfst du genau das tun. Diese Chancen nutzen, in die Aktion gehen, etwas umsetzen, etwas anstoßen. Ja, das sehe ich ja wirklich zum Ende der Woche. Weisheit. Hilfreiche Kräfte aus deiner Ahnenlinie unterstützen dich. Nochmal die Ahnen. Also es scheint wirklich hier etwas mit den Ahnen der Herkunftsfamilie, der Familie als solche, den Familienthemen zu tun zu haben. Die Ahnen. Oh. Deine Vision, materielle Umsetzung braucht konkrete Schritte. Ja, also es geht jetzt da auch darum, dass man sich jetzt hier ganz konkrete Schritte überlegt und planvoll vorgeht, strategisch vorgeht. Und das ist nämlich das, was der König der Schwerter tut. Das ist ja ein ganz wichtiger Impuls. Weil wir sind, also das ist hier so eine ganz wichtige Position hier. König der Schwerter und der Gehängte. Wo es darum geht, etwas, eine neue Perspektive einzunehmen, etwas neu zu denken, eine alte Haltung zu überwinden, aber hier auch jetzt wirklich strategisch und planvoll vorzugehen. Also es geht darum, nicht nur die ganze Situation sich jetzt mal von oben aus der Ferne anzuschauen, um das gesamte Spektrum zu erkennen, sondern auch dann wirklich strategisch vorzugehen und einen Plan, ein Konzept zu erstellen und dann das zu verfolgen, um dich aus dieser Stagnation hier zu befreien. Mit Verstandeskraft, klarem Geist und einer klaren Vision. Was ist deine Vision? Was sind deine Wünsche? Wo siehst du dich? Na, was willst du erreichen? Und die Wahrheit. Emotionen vernebeln dir den Blick auf das, was du wirklich willst. Schau dir deine Emotionen an. Was willst du wirklich? Und was sagen dir deine Emotionen, deine Gefühle? Und da sind wir dann wieder bei den Ahnenthemen, bei den Familienmustern. Da kommen dann nämlich so unbewusste Gefühle, die dir verstehen machen, nee, die dir zu verstehen geben, dass du irgendetwas Bestimmtes willst oder brauchst. Und dabei sind das gar nicht deine wahren Wünsche und Visionen, sondern es sind deine alten emotionalen Muster, die dir die Sicht vernebeln. Da darfst du mal genau drauf achten und genau hinschauen. Und das ist jetzt auch eine Sache, die hier transformiert werden möchte. Was willst du wirklich? Hier, das ist nämlich hier diese Linie. Der Bube der Schwerter, der klärt das ab. Der sucht nach Klarheit, der sucht nach Informationen, der sucht hier innere Klärung und der versucht auch seinen Horizont zu erweitern, um zu wissen, was sind denn wirklich jetzt meine Wünsche und Visionen, was sind meine Träume und was sind jetzt eigentlich nur irgendwelche Emotionen, Gefühle, alte Muster, die mir glauben machen wollen, dass ich das und das will und brauche. Das ist nicht ganz einfach zu unterscheiden. Nicht ganz einfach. Ja. So, dann hätte ich hier gerne noch abschließend einen Impuls für die kommende Woche. Für deinen Transformationsprozess, da kommt wieder der Schmetterling. Wenn du Ja sagst zu deiner Einzigartigkeit, dann erkennst du, wie schwer du dir das Leben bisher damit gemacht hast, dich nicht gut genug zu fühlen. Und du kannst damit aufhören. Okay. Wie schwer du dir das Leben damit gemacht hast, dich nicht gut genug, dich nicht gut genug zu fühlen. Okay. Also vielleicht hast du gedacht, jetzt habe ich es verstanden, vielleicht hast du gedacht, du bist hier für irgendetwas nicht gut genug. Ne? Vielleicht, dass du etwas nicht schaffst oder nicht kannst oder ja, dass man irgendwo sich nicht für gut genug glaubt. Oder das Gefühl hat, es fehlt einem irgendetwas, ne? Um dies und das zu erreichen. Das ist ja auch dieses Mangeldenken, was wir mit 5 der Münzen hier drunter liegen haben. Das sagt ja auch genau das. Dieses Hilflosigkeit oder das geht nicht, das kann man nicht machen, ne? So viele Schmetterlinge, die Transformation. Und jetzt bekommen wir, wenn du weißt, dass du einzigartig bist, fühlt sich dein inneres Kind endlich gesehen und geliebt, denn dein inneres Kind weiß um deine Einzigartigkeit. Ja, dein inneres Kind.
Darum geht es hier. Das möchte hier auch gesehen und erkannt werden und geliebt werden. Ja, das ist erstmal, was ich jetzt hier sehe für die kommende Woche. Da geht es wirklich jetzt viel darum, wie ich es hier sehe, nochmal zu reflektieren und zu prüfen, nochmal genau zu schauen. Was sind denn jetzt eigentlich deine Wünsche, deine Wahrheit, deine Visionen, deine Ziele, deine Prioritäten? Was ist es denn, was dich wirklich glücklich macht, was du dir wirklich wünschst? Und wo sind es einfach Emotionen, die dich daran hindern, deine Wahrheit zu erkennen? Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo du jetzt hier nochmal eine neue Perspektive einnehmen darfst und wo du diese alte Haltung überprüfen darfst, einer ganz kritischen, ehrlichen Prüfung unterziehen darfst, weil mit dem Gehängten wir hier wirklich an eine Situation kommen, wo wir erkennen, es geht hier so nicht weiter. Es muss hier ein Opfer gebracht werden oder eine Haltung muss hier dringend überdacht werden und überwunden werden, um aus einer Situation hier, einer Stagnation herauszukommen, einer unzufriedenen oder unbefriedigenden Situation, vielleicht auch einer Zwangspause. Also wir haben ja hier auch diese Zwangspause. Ich weiß nicht, ob das eine Energie ist, die hier schon länger währt oder ob das etwas ist, was jetzt aktuell akut wird die Woche, dass man sich hier irgendwie verhindert fühlt und das Gefühl hat, man kann hier gerade nicht oder man fühlt sich nicht, man hat nicht die Kraft. Auf jeden Fall haben wir hier mit dem Ast der Stäbe ganz klar diese neue Inspiration, diese neue Vision, diese neue Idee, die Möglichkeit, jetzt hier wirklich etwas neu zu beginnen, sich auf etwas Neues zu fokussieren und all seine Energie da reinzustecken und damit sich selbst zu entfalten, sich zum Ausdruck zu bringen, für sich einzustehen und etwas ganz Neues zu starten, was erfolgversprechend ist. Es ist etwas, was hier auf jeden Fall zum Erfolg führt, denn wir haben hier den Stern daneben. Was immer es ist, was hier für eine Idee jetzt zu dir reinkommt, für eine Vision, für eine Inspiration, für etwas, was immer dich jetzt hier begeistert und was du jetzt anfangen willst, das scheint dich hier auf den richtigen Weg zu führen und in die Fülle. Das kann ein neues Projekt sein, eine Idee, das kann alles Mögliche sein, ein neuer Job. Das könnte eine neue Beziehung sein, weil wir haben ja hier auch die 10 der Kelche. Also das ist auch eine neue Art der Gemeinsamkeit, eine neue Art des Zusammenseins. Es kann sein, dass man sich auf jemanden neu einlässt und sich da dort Erfüllung findet oder dass man auch in bereits bestehenden Verbindungen eine neue Art der Gemeinsamkeit findet. Und damit auch über gewisse Differenzen hinwegkommt, also gewisse Differenzen überwinden kann. Die Ahnenthemen. Das Thema kam hier auch ziemlich oft, das Thema der Ahnen. Ja, da gibt es irgendetwas ein Thema aus der Ahnenlinie zu transformieren, umzuwandeln, aufzulösen. Ja, und da darfst du bei dir gerne mal schauen, was das so sein könnte. Ich kann das nicht sehen. Aber auf jeden Fall hat das mit Dingen zu tun, an denen du festhältst, wo du dich absichern willst, wo du Sicherheit suchst, wo du Vorkehrungen treffen möchtest, wo du an Dingen oder Menschen oder an irgendwelchen Dingen festhältst, weil du die Sicherheit irgendwo suchst. Und da darfst du loslassen, da darfst du dich dem Prozess der Transformation hingeben. Ihr Lieben, das ist das jetzt, was ich sehe für die kommende Woche. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über ein Feedback von dir, über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.